Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Sabatus Tomb Raider, in welchem wir jetzt bei Atlas reingehen. Habe ich hier eigentlich irgendwas vergessen? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Wie viele Schlüssel haben wir jetzt eigentlich? Neptun, Damokles und Thor. Ja, dann wollen wir mal, ne? Ich hab ein bisschen Angst, was mich da erwartet. Ja, gestern Nacht ging es ja hier ab. Oh Gott. Gestern Nacht waren hier... Oh! Ja, auf hier! Die Tomatensauce zu werfen. Na, da hängen doch schon wieder Kuller oben, oder? Dann schon cooler. Da war hier eine Party. Und die hatten hier erstmal eine Coverband. Was heißt Coverband? Was ist denn das immer? Okay, warum kommt nur eine? Und die haben so alte Rockmusik gespielt. Aber richtig laut. Und auch richtig gut. Und ich dachte ernsthaft, dass hier jemand in der Straße Rockband oder Guitar Hero spielt. Oh! Was ist das für eine Scheiße? Geht das jetzt immer so weiter? Immer wenn ich mich bewege, kommen hier Kugeln? Kommen hier irgendwie unendlich, oder? Da wird wohl nichts Tolles sein. Weil, also ich habe gedacht, hier spielt das einer, weil man halt so laut eine Stimme gehört hat. Aber dann dachte ich... Hä? Da bin ich irgendwie gerade zu dumm zu. Ich müsste doch irgendwelche Menügeräusche hören und sowas. Aber es war tatsächlich Live-Musik. Ich habe auch rausgefunden, wo es dann herkam und ich fand das richtig geil. Habe mal gleich wieder Konzertgefühle gekriegt. So, muss ich jetzt hier irgendwie ein bestimmtes Muster gehen? Hey! Also sobald ich mich hier in diesem Bereich bewege, wird Lara gleich überrollt. So, ich habe es schon mal 3 Felder weitergeschafft. Oder 2. Ja, das hat mich gestern irgendwie total zufrieden gemacht. Achso, das kommt jetzt, das geht jetzt immer so weiter, oder wie? Wäre es vielleicht schlau, wenn ich mich eher hier bewege? Ich muss mich jetzt hier, sorry, aber Feld für Feld vorarbeiten anscheinend. Wo ist denn hier jetzt ein Feld? Güte, ey. Das ist ein bisschen eindrucksvoller als eine Kugel, die da runterkommt. Im Normalfall. Meinte im normalen Spiel, nicht im Normalfall. So, falls ich mich irgendwie ein bisschen anders anhöre als sonst. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwie Stauballergie oder so. Glaube ich mal wieder mein Schlafzimmer grundreinigen. Ich
Ob das dann von Zeit zu Zeit mal, dass es mir wieder kacke geht, wenn ich aufwache. Halsschmerzen, Schnupfen, Niesanfälle. Habe ich gestern mein Wohnzimmer sauber gemacht und alles abgesaugt und ausgeklopft und abgewischt. Und dann bin ich da gestern eingeschlafen auf dem Sofa. Und ich hatte nichts. Dann bin ich nachher rüber ins Schlafzimmer, habe da weitergeschlafen. Und als ich dann wach geworden bin, ging es mir scheiße. Also muss was am Staub liegen. Bin ich hier? Sieht total komisch aus, da lange, zerrte Textur. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder eine Kugel. Da liegt sie doch schon. Muss bestimmt da ranspringen. Kann sie überhaupt richtig drauf laufen? Ja. Laufen? Das denn machen? Oder ich löse sie aus und dann springe ich weg. Wird die jetzt immer wieder geboren, die Kugel? Nein. Oder? Was, was zum Hangeln? Okay, ich dachte, die kommt jetzt irgendwie immer wieder. Geht doch in eine Atlantis, auch so eine Kugel, die immer wieder kommt. Nein! Wenn ich einfach so hier ranspringe, muss ich unbedingt da hangeln. Nein. Okay. Voll auf die Schnauze. Das ist doof, weil das hier so schräg ist. Dann bin ich automatisch tiefer. Komm hier gar nicht ran. Soll ich den Scheiß denn hinkriegen? Ist hier irgendwie ein Trick, den ich... Boah, bin ich erschrocken. Ich dachte, Lara stirbt jetzt, weil sie die Kugel berührt hat. Und ich muss echt hier so ganz am Rand... abspringen. So. Jetzt. Mache ich denn hier so einen Aufstand? Das ist doch gar nichts. Hühlchen. Genau. Sorry. Oh mein Gott! Warum? Ich hab so, als ich reingegangen bin, ganz kurz kam so ein Zweifel auf, was ist, wenn jetzt hier eine Kugel kommt? Und dann war sie schon da. Ich konnte gar nicht mehr nachdenken. Da bin ich voll verfallen in die Falle. Auch so machen. Mann, ey. Scheiß Kugeln, könnt ihr euch sonst wohin stecken? Ich muss immer noch lernen. Ach du Scheiße. Hier ist eine Stacheltür. Ich muss immer noch lernen, dass das Spiel zu allem fähig ist. Und das sieht sehr scheiße aus.
Soll ich da jetzt etwa vorwegrennen oder? Oh Mann, ey. Erstmal muss ich da hinkommen. Was auch immer das hier ist. Nee, lass mal. Wetten? Wenn ich ganz oben bin, dann kommen alle auf allen Bahnen und dann muss ich davor wegrennen. Oh, scheiße. Alter, hallo! Nein, Mama! So, ist jetzt gut, oder? Oh Mann, ey. Und die rollen auch mal so leise irgendwie, weil hinten, also ich sehe noch welche da liegen. Zumindest links. Oh Mann, ey. Da ist da noch eine. Ist jetzt mal gut hier. Alter. So, den Schlüssel habe ich mir jetzt auch verdient. Also ich glaube, das fand ich jetzt von den ganzen Sachen am schwersten. Jetzt weiß ich auch, wieso Atlas ganz oben ist. Bei dem Kugelverbrauch hier. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Damit ich wieder zurückkomme. Ich muss jetzt bitte nicht den Weg nochmal. Hier muss doch jetzt irgendwie ein anderer Ausgang sein. Lass mich hier raus. Ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr gerade gedacht habt. Und ob ihr da auch nicht mehr das auf dem Zettel hattet. Oh Mann, ey. Ich hab eben als erstes gedacht, ich wollte es gerade sagen, dann gingen die Türen schon zu. Wetten, da kommt jetzt wieder eine Kugel von oben. Obwohl die schon eigentlich weg sein sollte. Wieso? Passiert jetzt hier nichts? Na. Nee. Und er denn hier? Ich will den Scheißweg nicht zurückgehen. Kommen da jetzt wieder unendlich Kugeln, oder? Darf ich jetzt normal durchlaufen oder sterbe ich jetzt? Okay, nochmal alles von vorne, nur von der anderen Seite. Alter, macht jetzt schon ein Drittel der Folge aus. Nur dieser Atlas-Scheiß. Atlas-Wirbel. Da hat Lara sich jetzt bestimmt auch eingeklemmt. Anspannung.
Ich habe gerade F5 und F6 zeitgleich, also dachte ich, gedrückt. Ich muss erstmal lesen, was ich überhaupt gerade... Was ich hier wirklich ausgewählt habe. Nein! Hä? Ach, das ist so knapp, die beiden da. So, egal, auf welcher Plattform ich das mache. Beide immer gleich eng. Sobald ich hiervon runtergehe, fängt der Scheiß ja wieder von vorne an. Wenn ich jetzt so mache. Es geht ja immer wieder von vorne los. Warte mal, ich will noch mal gucken. Muss irgendwie dazwischen passen. Scheiße, ich habe einfach mal auf gut Glück bei ihm irgendwo stehen geblieben. Ich glaube, ich muss auf die dritte Plattform, also einen jetzt da weiter. Oh Mann! Ach, scheiße, ich stand so da am Rand. Absicht hier so dunkel, dass man bloß nicht die Ränder von den Plattformen sehen kann. Scheiße. Und schon wieder ein... Hä? Wieso ist der Rückweg eigentlich schwerer jetzt? Oh! Da wollte ich nämlich hin. Okay. Bin schon da in der Luft. Oder? Oh, Scheiße! Ey, wie fies ist das denn? Also ich bin wieder auf die eine zurück. Die ist sicher. Boah. Da sollte ich doch lieber von hier. Achso. Durfte ja noch. Oh nein! Einfach nur so dumm zugeguckt habe gerade. Kugel. Ah, oh mein Gott, ich habe das da drüber geschafft. So, werde ich jetzt hier in Ruhe gelassen oder kann da eigentlich nichts mehr kommen? Oh Gott, ey, lass mich hier bloß weg. Jetzt muss ich nur heil nach unten kommen. Und wo ist Pierre eigentlich? Der kommt doch auch mal da unten. Mal gucken, ob das wirklich das Ende des Levels ist, wenn ich die Schlüssel reinstecke oder da noch irgendein Scheiß kommt. Dann wollen wir mal nach unten. Gucken, ob ich hier gleich beschossen werde. Muss immer noch damit rechnen, dass hier irgendwo Secrets sind. Aber es ist echt schwer, hier durchzublicken. Ich weiß, dass im Original unten ein Secret war. Da so eine Tür ist. So eine geheime. Da sind schon wieder welche. Wieso bin ich eigentlich hierher gesprungen? Oh. Was eigentlich mit diesen Omega-Symbolen auf sich? Kann Lara dagegen knallen und dann triggert sie irgendwas? Oder... Wir können jetzt ja eigentlich nicht hoch, ne?
Da kann man darauf schießen. Ich lach mich tot, wenn ich nachher recht habe. Da rumlaufen würde, hätte er schon längst zerfetzt worden von den Löwen. Hat er da jetzt ein Problem? Das da hinten eigentlich ist. Geht das nach innen oder außen? Nein, ist ja rutschig. Das war sein Fehler, dass er nochmal brüllen musste. Das ist der Brüller. Jetzt nochmal darauf und mich umgucken. Nee, okay, das ragt raus. Will aber trotzdem hin. Oh, scheiße. Ich hab mich verschätzt. Nee, hier ist wohl nichts. So. Kann da partout nicht lang. Nee, hier scheint wohl nichts mehr zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was da in dem Wasser noch war. Ich glaube, da war auch nichts. Ich glaube, das ist auch nur so ein Becken zum sich runterfallen lassen. Hier nichts. Dann wollen wir mal die Schlüssel einführen. Schlägt mir wieder grundsätzlich den falschen vor. Na, kommen jetzt nach jedem Schloss neue Gegner oder fliegende Löwen? Oder Fledermäuse mit Löwenmaul oder. Trau dem Spiel nicht. Jetzt habe ich den richtigen Schlüssel. Ha. Dann wollen wir mal gucken, ob das Kolosseum diesmal rund ist. Welches war euer Lieblingsraum? Ach, schreibt das mal in die Kommentare. Was ist das für ein Geräusch? Warum kommt hier so ein Kugelgeräusch? Ich habe gerade vor Angst gekriegt. Trau dem Spiel nicht. Gehe nur mit Waffen rein. Oh, ich habe alle Secrets. Mir fehlt ein Gegner und ein Pickup. Warum?
Egal. Hallo, yum, 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 yum. The Colosseum. 111 Gegner, genau. Huch. Geh weg. Pass mich nicht an, Schmuddelaffe. Ja, ich sterb hier gleich im ersten Abschnitt, ey. Das sind Tomb Raider 2 Texturen. Habe ich gerade Löwen brüllen? Die ganze Affenbande brüllt. Was für Geräusche? Oder sind das Hintergrundgeräusche? Ah ne, diese ganzen Was ist das? Hört ihr das auch? Dieses... Was hat der hier? Ich möchte mich hier sicher fühlen im Wasser. Okay, das scheint ein Hintergrundgeräusch zu sein. Was ist das hier? Och. Schönes, gemütliches Nest. Toll. Ja, das scheint echt der Hintergrund zu sein. Hintergrund. Oh, diese Krokodile nerven, ey. Oh, wie hübsch. Der da am Rand lang schrabt. Okay, das Geräusch ist irgendwie gruselig. Aber es ist Hintergrund. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit weiter vorerschrecken. Aber die Löwen hören sich eigentlich anders an. Die Löwen hören sich ja eigentlich anders an in dem Spiel. Oh nein, ich hab's getriggert. Das muss ich mir auch angucken. Das eckige Kolosseum. Oder? Na gut, man kann's. Das ist, kann auch nur eine Seite sein. Na, mal gucken. Noch ein paar mehr Sachen liegen und außerdem geht's da so weit runter. Ich muss bestimmt da runter und irgendwie einen Hebel ziehen. Und hier ist auch noch irgendwie so ein Gittertürchen. Das ist eigentlich der Anniversary-Hintergrund? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der so eklig klang. Weißt du, dass der in Ägypten irgendwie gruselig klang? Da wird er ja bestimmt ja auch sein. Meine Güte, wo geht denn das hier alles lang? Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Oh, ich glaube, da in diesem. Da ging so ein Loch so tief runter. Ich glaube, das ist auch nochmal extra. Ich dachte, das ist hier mit. Das ist hiermit verbunden. Da. Ah. Doch richtig gesehen, dass das anders ist als der Rest. Der Türchen. Ah. Wollte eigentlich nicht auftauchen.
cool. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn jetzt davon, dass ich hier hinter das Gitter kann? Und dann kam das Geräusch schon. Geil. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Da, wo man eigentlich hin soll wahrscheinlich. Oh, wie cool ich bin, dass ich schon gleich 2 Secrets habe. Wie viele habe ich? Müssen sind denn da? 6 Stück. Ey! Ja, wie weit geht denn das hier noch? Ich habe jetzt irgendwie gehofft, hier ist jetzt ein Hebel. Ich gehe doch nochmal zum Kolosseum. Vielleicht ist da doch noch irgendwas. Wunderschöne Geräusche. Da ist doch irgendwas. What is this? Dritt. Wow. Ach da. Jetzt sag nicht, das ist wieder eins. Selbstverständlich. Hallo? Das weiß doch jeder Tomb Raider-Fan, dass da was sein kann. Deswegen wird das nicht belohnt, weil das ganz normal ist. In der Branche. So. Ich wusste nicht mal, dass Gegner kommen. Ich dachte, irgendwie kommen Löwen. Oben zappeln noch welche herum. Ach, da! Jau! So. Ist jetzt hier Ruhe. Ruhe im Karton. Hier sind ja voll viele Wege. Alle viele Wege führen nach oben. Da kann man hoch, hier kann man rein. Achso, das ist... Ja, okay, es ist doch eckig diesmal. Was ist das hier für ein ekelhafter Glibber? Noch ein Geheimtürchen. Was hat sie denn da immer? Ja, nee, wusste ich doch, dass das nicht geht. Aber man muss ja trotzdem mal probieren. So, dann probiere ich mal hier. So. Konntest du ganz normal laufen? Also wenn man die Fledermäuse gut trifft, brauchen sie nur einen Schuss. Der Strich ist immer sofort... Ist hier noch eine? Ja, der Strich ist immer sofort leer, wenn man gleich getrifft. Hä? Wo fäppt die denn hier rum? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder?
Okay, Lara kann nicht durch Säulen schießen. Sag mal, was ist das denn hier? Hier auf diesem komischen Rand ist nicht. Kommt hier nicht um die Kante rum. Fiebend abgestürzt. Wollte einen nach vorne springen und dann ein bisschen eine Kurve machen. Und dann passiert mir das immer, dass ich dann direkt seitwärts springe. Weil ich so ungeduldig bin. Mann, ist das hier eng. Da. Wie geil ist das, dass das da so versteckt ist. So unkonventionell. So Tomb Raider untypisch. Weil bei Tomb Raider immer Sachen in der Mitte liegen. Was soll ich jetzt hier machen? Die Schatten von den Fledermäusen, die sind hier in der Luft. Was habe ich denn jetzt davon, dass ich hier oben bin? Das verstehe ich nicht. War hier irgendwas, was ich übersehen habe, weil die Fledermaus mich so genervt hat? Ey, das gibt's ja wohl nicht. Und das sind alles keine Secrets? Soll das? Ich weiß nicht, was ich hier oben soll, außer Medipacks einsammeln. Dann gehe ich doch nochmal runter, weil hier war ja noch ein Weg, glaube ich. Ich geh jetzt überall zu jeder Säule und guck nochmal. Die Säulen sind nett zu mir. Da kann ich ja gar nicht hin. Da auch. Ah! Deswegen muss ich da hoch, damit ich da hin kann. Und da kann ich, glaube ich, auch hin. Ich hier rauf? Also nützt mir das was, oder? Nee, ist viel zu rutschig. Dann gehe ich mal da hoch. Kann ja auch noch dahin, fällt mir gerade ein. Wie sollte ich das erstmal machen? Die Frage, wie? Kann ich jetzt wieder so tun, als ob ich mich runterlasse? Und da ist tatsächlich was.
Was ist das für ein scheiß Raum? Mag ich jetzt schon nicht. Sieht so aus, ob man da nicht mehr rauskommt und gleich von irgendwas angefallen wird. Ich lieber nochmal hier lang. So, welches ist jetzt der richtige Weg? Soll ich jetzt den Weg gehen? Oder da hinten den mit dem Hebel? Entweder ist eins ein Secret oder beides ist nötig. Ups. Kann man da nach rechts vielleicht springen? So eine kleine Mulde. Mann, ey, Fledermäuse nerven so. Also das hier ist bestimmt ein Secret. So, ist jetzt Ruhe. Vor allem beim Rutschen konnte man sich ja oben auch noch mal festhalten. Oder komme ich da jetzt hin, wenn ich jetzt mich hier hochziehe? Da sind ja immer noch welche. Ja, wo soll ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Was habe ich denn jetzt hier von? Mein Secret. Achso. Wenn mein Secret haben. Hier wäre ich jetzt, glaube ich, rausgekommen. Dann kann ich jetzt hier hongeln. Ja, also der Weg da unten war ein bisschen unnütz. Aber ich habe alle Gegner vielleicht. Din, din, din. Schön die Kameraperspektive aus den Stacheln. Live von den Stacheln. So, kann ich mich jetzt hier hochziehen? Was erwartet uns hier? Bah! Was bah? Huh? Jetzt mal, dass er seine Hose verloren hat und sieht das dann, guckt so an sich runter und macht, oh! Hebel, noch eine. Und Magnum. So, ich würde sagen, wir ziehen in der nächsten Woche, genau, in der nächsten Folge diesen Hebel und dann gehen wir auch nochmal zu dem Hebel da in der Ecke, wo es so runterging, zu dem ich mich gerade nicht getraut habe. Den speichern wir nochmal und dann heiße ich euch beim nächsten Mal wieder herzlich willkommen und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und abonniert gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Auf Wiedersehen.